Hallo Megaman-Freunde und Megaman-Freundinnen. Ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran Megaman. Megaman am NES in VR. Um das gute alte Megaman in VR zu spielen, benötigen wir ein VR-Headset. Überraschung, Überraschung. Und wir benötigen den 3D-Zen VR-Emulator. Und auch die ROM. Die ROM von Megaman natürlich am NES. Die ist dem Emulator nämlich nicht beigelegt, aus rechtlichen Gründen. Was erwartet euch diesmal? Wir werfen einen Blick auf die unterschiedlichen Welten, um einen Eindruck von der wunderbaren VR-Version zu erhalten. Natürlich gibt es auch wieder eine Frage an euch, die lautet nämlich, ist Mega Man 1 zu schwer oder genau richtig? Eure Meinung werft ihr bitte darunter in die Kommentare. So, auf geht's. Fügen wir dem Ganzen eine Dimension mehr hinzu. Und da sind wir auch schon. Mega Man 1. Wir fangen gleich mal an gegen Cutman. Cutman, ja, eins der leichteren Level, sag ich mal so, wenn man das überhaupt sagen darf. Nein, darf man glaube ich nicht. Ja, Mega Man 1 ist tatsächlich der erste Mega Man Teil, den ich gespielt habe. Absurderweise aber nicht am NES, sondern erst viel, viel später am 3DS. Ja, ich weiß, peinlich, peinlich. Am NES ist das Game vollkommen an mir vorbeigegangen. Ich habe mir das Game irgendwann mal angeschaut, weil ich was Ähnliches programmieren wollte und die Mechanik verstehen wollte. Und so bin ich dann schließlich auch noch zum Mega Man gekommen. Vielleicht auch besser so. Als Kind wäre für mich Mega Man mit Sicherheit zu schwer gewesen. Wer bei Mario Bros. In Schwitzen kommt, sollte vielleicht die Finger von Mega Man lassen. Vielleicht ist Mega Man 1 nicht der schwierigste Teil der Serie. Aber er ist auf jeden Fall richtig hart. Richtig hart. Und ihr seht ja auch hier, wie ich hier gut ins Schwitzen komme. Immer wieder. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie lange ihr gebraucht habt, um Mega Man 1 durchzuspielen. Wie hart es für euch war. Oder ob ihr es überhaupt geschafft habt. Ich muss zugeben, ich habe es versucht. Ich habe mich wirklich bemüht, es mit dem Originalspeichersystem durchzuspielen und bin gescheitert. Ich habe so drei Stages oder so habe ich geschafft und irgendwann habe ich einfach drauf gepfiffen. Ja, bei Mega Man finde ich, ist es wichtig, eine gute Emulation zu bekommen. Klingt jetzt selbstverständlich, aber wenn hier das Timing nicht ganz hundertprozentig passt, wenn hier nicht alles passt und sich richtig anfühlt wie damals, ist es nochmal ein Eck schwerer, beziehungsweise fühlt sich es gleich ganz anders an. Ich habe es ja am 3DS gespielt, da ist die Emulation wirklich hervorragend und ich muss sagen, hier am 3D-Zen VR Emulator in der VR-Brille, hier ist die Emulation auch ausgezeichnet. Also fühlt sich an wie am NES. Richtig, richtig gut emuliert. Gibt es nichts zum Aussetzen. Ich habe es nämlich auch einmal gespielt am Raspberry Pi. Ich weiß nicht mehr auf welchem Emulator dort. Und da war der Input ein bisschen verzögert. Oder irgendwas hat nicht ganz gepasst. Und ich habe nur noch abgelost. Und damit meine ich noch mehr als sonst. Ja, und da haben wir schon den guten alten Cutman. Der ist eigentlich gar nicht so hart, der Gegner. Im Gegensatz zu den Levels. Ich habe mich hier zugegebenermaßen nicht mega geschickt angestellt, aber wenn man hier immer links oben bleibt und den immer runterschießt, sodass er nicht auf die Plattform raufkommt, hat er eigentlich fast keine Chance. Und das habe ich hier versucht und geschafft. Mit mäßigem Erfolg. Also ich habe da doch ganz schön einstecken müssen. Ja, sagen wir mal was über die Grafik. Hier zoome ich gerade mal ein bisschen rum, um euch die Grafik zu zeigen. Die ist ganz fein. Aus Pixel werden Voxel, aus Zauberhand mit diesem wunderbaren Emulator. Ich kann es nicht oft genug sagen, unterstützt den Mann, der das hier macht, das Studio.
bewerft es ja mit Geld, bewerfen müsst ihr es nicht unbedingt, aber kauft euch den Emulator. Ich glaube, das hilft ihnen auch schon ordentlich weiter bei der Entwicklung. Ist nämlich genug Arbeit dahinter und es ist einfach Kunst, sage ich immer. Es ist einfach Kunst. Ich wurde in Kommentaren von älteren Folgen schon mal gefragt, macht das überhaupt Sinn? Ist es nicht besser und effizienter, das einfach am NES zu zocken oder auf einem normalen NES-Emulator? Wahrscheinlich schon, ziemlich sicher sogar. Aber diese Vorstellung NES-Games, also diese uralte Technik mit der neuesten und geilsten Technik, nämlich der VR-Technik zu kombinieren, ist, finde ich, einfach ganz große Kunst und richtig geil. Und auch wenn es nicht super effizient ist, aber tja, zu wissen, dass das die Original-ROM ist, die da hier läuft und einfach nur anders interpretiert wird von diesem Emulator, ich finde das schon ganz, ganz, ganz fein. Großes Lob nochmal an den Entwickler hier. Ich habe ihm persönlich schon bei Twitter gratuliert zu seiner fabelhaften Leistung. Ich hoffe, er verdient gut Geld damit. Ich gönn's ihm. Ja, ihr seht, wie ich hier am Straucheln bin. Ich war noch viel mehr am Straucheln, aber das habe ich rausgeschnitten, sonst wäre das Ganze nicht mehr zum Ansehen gewesen. Aber ihr seht hier ein bisschen, wie hart das Ganze ist. Also man muss hier auf diese verschwindenden Blöcke springen. Und da ich das schon ein paar Jahre nicht gezockt habe, hatte ich das Timing einfach gar nicht mehr intus. Und tja, ihr seht ja selbst. Nicht gerade einfach das Ganze. Aber diese Blöcke, die verschwinden, die sehen in 3D einfach nochmal so viel geiler aus. Es ist überhaupt schwer rüberzubringen, wie cool das wirklich aussieht in der VR-Brille. Also wirklich, ich komme aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. In der VR-Brille schaut es richtig, richtig nice aus. Und euch das hier auf den Bildschirm zu bringen, ohne VR-Headset, ist schwierig. Ich sag's euch ehrlich, ist schwierig. Ich versuche es, es ist aber schwierig. Man muss das einfach mal selbst erleben. Also Leute, es bleibt euch nichts anderes über. Kauft euch ein VR-Headset. Sind nicht mehr ganz so teuer, wenn ihr sowieso einen PC zum Zocken habt. Haut mal ein paar hundert Euro raus, ich weiß, das ist so leicht gesagt. Ich habe auch schwer gekotzt dabei. Und es ist mir auch schwer gefallen, dafür Geld auszugeben. Aber es zahlt sich aus, es zahlt sich aus. Nicht nur für diese Software, es gibt natürlich auch noch andere coole VR-Games. Aber die NES-Games in VR alleine. Tja, ich bin begeistert. Sonst spiele ich ja auf VR meistens nur Sportspiele. Weil VR bietet meistens auch ein herrliches Workout. Das ist eine super Abwechslung zu den normalen, im Sitzenden, spielenden Videogames. Ich brauche kein WeFit. Ich habe eine VR-Brille. Und ich brauche kein Fitnessstudio. Denn ich habe eine VR-Brille. Und ich brauche keine Freunde. Denn ich habe eine VR-Brille. Nein, Spaß. Spaß, Leute. Richtig fein. Das Game, das Feuer hier, und ihr seht, wie sehr ich hier am Abkotzen bin, weil es so schwer ist. Wenn man hier eine Sekunde zu spät drückt, landet man im Feuer. Drückt man eine Sekunde zu viel, landet man im Feuer. Und hüpft man eine Sekunde zu früh oder zu spät, ihr werdet es gleich sehen, man landet im Feuer. Richtig Bock auf Mega Man 1 bekommen habt, dann habe ich hier noch ein Video für euch. Wenn ihr mehr NES VR Games sehen wollt, geht es auch gleich hier weiter. Verlinke ich euch auch gleich nochmal. Wir sehen uns auf jeden Fall so oder so gleich wieder.